Jo Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Black Metal Vlogged. Ja, man nennen wir es Black Metal Vlogged. Mit einem Titel, der wird den meisten von euch wahrscheinlich nichts sagen. Warum das so ist, das ist offenbar, so ich das mitbekommen habe, wirklich nur im bayerischen Bereich, so wo die Welt sowieso total am Arsch ist und YOLO. Es geht um eine kleine Facebook-Aktion mit diesen bescheuerten tollen Nominierungsvideos. Bevor ich irgendwas zu diesen Videos sage, kurze Erklärung, was dieses Video ist. Ein Nominierungsvideo kann man so definieren, dass jemand eine halbe trinkt, also einen halben Liter Bier. Der von jemand. Stellt euch ein bisschen wie eine Cypher vor, wenn ich weiß, was eine Cypher ist. Das ist sowas ähnliches im Rap-Ding. Und man wird halt nominiert, muss das machen innerhalb von 24 Stunden, ansonsten zahlt man halt einen Kasten. Und darf da halt weitere Menschen aussuchen. Ich wurde nominiert. Ich habe gesagt, ich mache das nicht. Aufgrund von zwei wirklichen Fakten. Auf der eine wäre für mich ein Anreiz für Rasse Mensch. Und zwar ein richtig langes Video. Vielleicht komme ich da nochmal drauf. Der andere beschäftigt sich bei mir hauptsächlich mit dem Thema Vorbildfunktion. Mein ernsteres Thema, habe ich auch voll Bock drauf, könnte auch öfter mal kommen, was Ernsteres von mir, trotz meinen tollen Haaren. Eine Vorbildfunktion. Es gibt zwei Gruppen, die eigentlich Facebook immer mehr benutzen. Das sind Kinder unter, also ich nenne sie jetzt mal Kinder unter 15, 16, drunter halt, und ältere Leute, so 25, 30 aufwärts. So. Was denkt sich jetzt gehen wir mal von einem 12-jährigen Kind aus. Was denkt sich ein 12-jähriges Kind, wenn es so ein Nominierungsvideo sieht? Es ist 12. Es wird sich geil denken und es auch versuchen. Das Resultat wird eine Alkoholiker-Generation, also nennen wir es Alkoholiker-Generation, über die sich jeder aufregt, bei der sich aber keiner die Frage stellt, wieso ist es so? Schon mal dran gedacht, dass es daran liegt. Oder einfach nur an Alkoholbildern. Betrunkene Bilder in Ordnung. Bilder, auf die man auf irgendwelchen anderen Drogen ist, in Ordnung, nicht cool, aber wer meint, es machen zu müssen, wird später wahrscheinlich auch noch mal ein kleines Rage-Video oder Teil dieses Videos. Ich wollte eigentlich nicht ragen, nicht merke ich werde es. Wo habe ich jetzt meinen Faden wieder verloren? Ich habe absolut kein Skript, ich denke mir einfach nur, ich will das gesagt haben. Vielleicht denkt dann der ein oder andere mal drüber nach. Man sieht nur die Ursache, man sieht nur die Wirkung und denkt sich, oh geil, oh, Mensch trinkt Bier. Die Wirkung wird vollkommen außen vor gelassen. Ja klar, nicht jeder von euch hat jetzt unbedingt viel Kontakt zu Menschen in diesem Alter, da ich früher relativ oft was mit etwas Jüngeren gemacht habe und auch jetzt noch relativ oft Ansprechpartner für etwas Jüngere bin, habe ich solche Leute in der Freundesliste. Ich habe nicht vor, so ein Video ins Netz zu stellen. So. Thema, was ein bisschen dran ankettet, was zwar ein bisschen älter ist, wo ich auch schon mal ein Video drüber gemacht habe, das mir aber zu blöd war hochzuladen, weil ich echt nicht zufrieden war mit diesem Video. Die ganze Sache mit Justin Bieber und seinen Drogen. Seine Begründung, warum er diese Drogen genommen hat. Also erstmal, es ist vollkommen legitim, dass ein Mensch, der unter so einem Druck steht,
irgendwann nicht mehr kann und sich seine Hilfe irgendwo sucht. Ob es jetzt Alkohol sind, ob es jetzt Drogen sind. Ich habe relatives Verständnis für diese Person. Aber es gibt bei seiner Aussage zwei Möglichkeiten. Ja, seine Aussage war, nicht Wort für Wort, aber so sinngemäß, er habe seine Beruhigungstabletten von seiner Mutter bekommen. In Ordnung. Ich weiß nicht, in welchen Maßen oder Massen. Oh, ist ein bisschen tut weh. Und ich weiß auch wirklich sonst nichts. Ich weiß nur diese Aussage, er habe seine Beruhigungstabletten von seiner Mutter bekommen. Finde ich noch verständlich. Die nächste Begründung, er war mit seinem Dad auf einer Party und hat da halt mit ihm Drogen genommen, finde ich schon mal gar nicht mehr cool. Weil ich sehe jetzt nicht mal mehr die Schuld nur bei Justin Bieber. Es geht mir hauptsächlich um Justin Bieber und seinen Vater. Ich will dazu sagen, ich hatte absolut kein Problem mit Justin Bieber. Ich muss ihn nicht hören, das taugt mir. Dass ich ihn nicht hören muss. Ich finde seine Art als Mensch so grottenhaft, dass ich ein Rasse-Mensch-Video dazu aufnehmen werde. Und es wird wahrscheinlich sogar jetzt ein Rasse-Mensch-Video, weil ich mich so gerade reinsteige. Das ist unnormal. Und dabei hat dieses Video ganz harmlos angefangen. Dass ein 18-jähriger Junge noch nicht für seine Taten gerade stehen kann, finde ich erstmal vollkommen dämlich. Er ist 18. Gehen wir davon aus, er wurde von seinem Dad mit 18, 19, 20 gezeugt. Dann ist der jetzt fast 40. Und ist sich nicht im Klaren, dass sein Sohn ein Idol für Abermillionen Menschen, junge Menschen ist. Ursache, Wirkung. Man sieht nicht, man denkt nicht nach. Vielleicht hat er das auch schon gemacht, bevor Justin Bieber ein Star ist. Ist ja noch retardeter. Es hat nicht so eine Auswirkung, aber es hat eine viel schlimmere Auswirkung. Weil trotzdem ein Mensch in diesen Drogensumpf hineingezogen wird. Zu meiner Verteidigung, ich finde Drogen absolut nicht schlimm, wenn sie in Maßen genommen werden. Wenn man sie nimmt, weil man in der Lage ist, ihre Wirkung einzuschätzen, dann finde ich das in Ordnung, halbwegs legitim. Man soll sich vielleicht nicht unbedingt da reinsteigen und vor allem man soll sie nicht gegen Depressionen nehmen. Thema Drogen nächste Woche. Schreib's mir gleich auf. Drogen. Ach, Handy nervt mich jetzt nicht. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Vorbildfunktion. Fickt euch alle! Ernsthaft, was soll diese dumme Scheiße? Bitte denkt doch halbwegs drüber nach, dieses Video. Liked einer und dann zieht's wieder ein Junge und macht den Scheiß. Und trinkt und merkt, das schmeckt ganz gut, da trinke ich doch noch eins. Und am besten Menschen, die diese Softdrinks entwickelt haben, die können von mir aus sofort verprügelt. Warum? Softdrinks hat zwei Gefahren, genauso wie Alkoholmischgetränke. Deswegen trinke ich Whisky pur oder ich will mich zu Tode saufen. Sie sind einfach nur teilweise so extrem pappsüß und schmecken einfach nicht nach Bier, dass man nicht merkt, oh, da ist Alkohol drin. Und die Teile sind teilweise echt nicht mal mehr schwach. Mixery hat, glaube ich, lasst mich lügen, 5%. Leute, Alkoholiker-Generation von morgen, nachdenken, wenn ihr was macht. Dass Menschen für Geld so ziemlich alles tun und alles auf den Markt bringen würden, um an Geld zu kommen, an viel Geld zu kommen, finde ich schon mal extremst widerlich und erbärmlich. Aber da ist dann auch noch auf den Schultern von der neuen Generation abgelegt wird, die Probleme. Es ist ja noch ärmer. Genauso wie dieses, ich muss mich nicht um Naturschutz kümmern. Ja, deine Kinder werden irgendwann mal drauf leben, du Idiot. Irgendwann. Und bevor ich jetzt irgendwas zu Kleinholz schlage, beende ich dieses Video, sage bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat dieses Rasse-Mensch-Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. See you. Ich habe ein paar Themen.